Achtelmeile. 1 gegen 1. Die Besucher gebannt. Die Bikes laut, PS-stark und oft aufgemotzt. Beim Bikertreff Klemseck 101 kommen jährlich tausende Motorradbegeisterte zusammen. Sie schauen, fotografieren und tauschen sich aus über Bikes. Oft haben die keine Straßenzulassung, sogenannte Custom-Bikes. Umgebaut oder wiederhergerichtet, häufig von den Besitzern selbst. Also die Kreativität weiß ich sehr zu schätzen. Also die Leute, die selber was machen und nicht nur kaufen. Also ich finde ja hier so Anbieter total langweilig, die alle schon vorgefertigt geben, sondern eben alte Dinge nochmal richtig aufstylen und so, das finde ich richtig spannend. Ja. Und was man hier zu sehen bekommt, das kriegt man halt sonst nie auf einem Fleck. Also jedes Bike sieht genial aus, was da steht, egal von den Besuchern oder auch natürlich von den Ausstellern her. Das ist gigantisch. Und dann die ganze Atmosphäre, die Leute, die gechillt sind, super. Ist alles super. Die Leute sind cool, die Stände sind cool. Die Mopeds sind geil. Mopeds sind geil. Lauter Gaskranke und Verrückte, aber einfach gut. Viele Besucher sind das ganze Wochenende hier, campen gemeinsam mit ihren Maschinen auf der Wiese nebenan. Zusammen kommen sie aber spätestens wieder zu dem Highlight des Events, dem Sprint auf der Achtelmeile, eröffnet heute Mittag von Biker und Oberbürgermeister von Leonberg, Martin Cohen. Er hat sein Rennen gegen einen Freund übrigens gewonnen.